Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ostseeküste im Lohne-Projekt. Ja, ich habe mir meinen Freund den Helfer losgeschickt, dass er hier mal ihn durchzieht, ne? Mit dem Flug. Aber da müssen wir noch so ein bisschen aufpassen, ne? Ich bin auch gerade dabei, mir einen Schlepper auszusuchen, ne? Ich weiß echt noch nicht, was für einen. Ich habe einen neuen Schlepper mit reingenommen, habe ich auf FBM gefunden. Ein Fendt. 309, hier, da. Die sind das. Aber weiß ich auch nicht. Mit den Reifen, das sieht nicht so schickifani aus. Da geht das gar nicht. Hier gehen die. So würde er ja nicht schlecht aussehen, ne? Aber das weiß ich noch nicht. Also, klar für das Geld, aber 58 PS. Ja, 86. Mir geht nicht. Hier ist ein bisschen wenig vorne. Wir müssen hier gucken. Das ist eben der Weidermann. Wir fährt nämlich gerne mit dahin, wo er hin soll. Wir brauchen noch 16 Minuten. In den Schubpakete. Wir haben ja auch ein bisschen eilig, ne? Wir müssen Tornas beginnen. Ich denke, es wird auf den MB-Truck erst hinauslaufen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen Schlepper, sonst können wir nicht abfahren. Dreschkatzen sind nicht wieder vorne. Wir sind ja schon wieder in der Erntemission. Das muss ja auch laufen hier. Aber ich musste gerade hier bleiben, weil mir da nicht so irgendwie so Lust hatte, das zu machen, dass das so nicht wird. Ich bin für ein Bieter. Den Dreier, den können wir in irgendeinem anderen Projekt mal aus oder nehmen den später als irgendwie als Schlepper oder so. Da gibt's auf FBM, könnt ihr da runterladen, ne? Hier Gen 1 Prototyp, ne? Alles nicht schlecht. Ich bin aber jetzt dafür, dass wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Auf dem Schlepper den Pflegereifen. Mit 125 PS hätte ich den gerne. Pflegereifen drauf. Reifensound. 150. Ja. 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 Wie machen das? Kotflügel. Kabinenaufkleber. Brauchen wir nicht unbedingt, oder? Kotflügel. Wer macht hier mal dran? In den 3 Standard. Frontladeranbau würde ich da gerne dran machen. Ach, da geht nur der Stoll dran, ne? Ah, der war so hippie-mäßig. Weiß ich auch noch nicht. Ja, ja, brauchen wir. Oh, und dann ist die Kohle schon wieder weg. Alles klar. Kaufen. Ja, okay. Dann machen wir direkt den Frontlader noch dran. Shit, drup. Auch wenn es nur der Stoll ist, aber. Was soll's machen? QM? Wo geht der denn hin? Ach, Fendt 800er Vario ist okay. Hier, den brauchen wir. Ne, machen wir mit. Kaufen. Dann sind die Kohlen wieder weg, ne? Wie wir die Ecke noch abwarten. Scheint es hinzukriegen, ne? Spitzen mit CP ist natürlich nicht so cool. Ja, Kohle ist jetzt weg. Was willst du mehr machen? Wir haben einen zweiten Schlepper. Wir brauchen ja auch einen. Ist halt so, wie es ist, ne? Kannst du auch manchmal nicht anders ändern. Ich weiß zwar nicht, was er hier so gerade fabrizieren möchte, aber wir lassen uns überraschen, ne? Bevor wir jetzt wieder rübergehen. Geht der jetzt mal 5 Kilometer zurück oder was? Du weißt aber, was du dann machst, oder? Wenn du so in den Regen fährst, ich brauche ja nur 5 Uhr. Und ich glaube, er kriegt es hin. Wir brauchen die Kohle. Wir wollen mal zu unserem neuen Schlepper. Wir haben einen neuen Schlepper. Wir brauchen den auch.
So, als erstes morgen hier. Scheibe auf, ne? Tippitoppi Wetter. Wo geht denn die Dachluke ab? Hier? Ja, guck mal. Da muss auch mal die Scheibe auf, ne? So, das haben wir. Das können wir zulassen. Oh, ich muss das Gewicht noch kaufen, ne? Das hätte ich ja fast vergessen. Oh, das machen wir eben mit der Hand drauf. Der hat Muck wie ihm fix mit der Hand, dann ist das nämlich erledigt. Wir brauchen das hier, ne? Weil bis wir das jetzt hier fertig haben, da hier und da und hier noch rumgetütert und da noch rumgetütert, müssen wir hier ein bisschen fixer gehen. Ist er? Hallo, lass mich raus hier, man! Schicker. Ah, okay, ist hier. Das machen wir eben schnell so drauf. Dann ist das nämlich ein schicker Haken hinterher. Wir können ruhig schlafen. Ich brauche den Schlepper jetzt. Ich muss das Korn aus dem Dings raushauen. Danke. Aus dem Mähdrescher. Ich muss ja auch dreschen. Wir sind hier fett im Business. Hat ja alles wieder Kohle gekostet. Dann machen wir ihn wieder zu. Du hast vier Dinge, ne? Ja, alles klar. Gut, den wollte ich haben. Der ist nämlich echt gut. Wie spinnt mein Trackboard her? Oh, man liegt wahrscheinlich mal wieder am Bediener. Nein, er ist sequenziell. Wieso bist du denn jetzt sequenziell? Oh, ich glaube, ich habe irgendwas hier falsch gemacht. Wir müssen nochmal eben hin. Sequenziell mag ich den nicht so. Das ist doof zu formen. Komm mal an. Scheiße, ich muss sofort mal das runter machen. Entschuldigung für das Wort. Der ist ja gleich weg. Das ist manchmal nicht so einfach, ne? Mit diesem sequenziellen Getriebe fahre ich den nicht so gerne. Konfigurieren. War das so? Ich hoffe. Konfigurieren. Okay, danke. Oder ich habe es jetzt falsch gemacht. Steige ich mir eben ein. Nee, ich habe schon wieder falsch gemacht. Was habe ich denn? Ich will nicht sequenziell da so rum. Acht Gänge. Konfigurieren. Ja, dann nehmen wir ihn halt so. Konfigurieren wir. Ja. Wieso haben wir jetzt Geld gekriegt? Wisst ihr, warum wir Geld gekriegt haben? Nee, ne? Es ist schon wieder sequenziell. Ist egal. Nee, ist nicht egal. Das ist so doof. Wieso ist er in einigen Projekten sequenziell und manchmal nicht? Konfigurieren. Ne, wir hatten den so, ne? Konfigurieren mal. Jetzt bin ich ja gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ich wollte den eigentlich nur mit vier Gänge haben. Das ist gerade das Problem an der Geschichte. Sag mal, bin ich denn deppert? Warum haben wir den in anderen Projekten mit vier Gängen und hier so? Kann's doch nicht sein.
Wir haben den gerade gemacht, ne? Oder haben wir den? Wir probieren den jetzt noch. Wenn das jetzt noch ist, dann haben wir Pech gehabt. Dann ist das halt so. Muss ich damit leben. Schickram. Gewicht sitzt auch nicht mehr richtig drüpp. Ja, lass mal erst gucken, ob das jetzt richtig ist. Natürlich nicht. Nee, kann's nicht sein. Ja. Ich versteh's gerade nicht. Wir haben doch nur die. 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 Wir machen das jetzt so und fertig. Konfigurieren. Arschlecken 350, egal. So, mein Gewicht eben wieder richtig drauf machen. Wir haben da keine Zeit für so ein Tüterkram, ey. Kann's ja nicht sein. Warum haben wir den in anderen Projekten dann mit 4 Gängen und hier mit so 4 Gängen? Verstehe ich immer noch nicht. Ist hier vorne leider nicht dran, ne? Mach mal dran. Abflug geht's. Wagen im Hintergebunden. Wo sitze ich denn jetzt? Keine Zeit für so einen Schick, oder? Oh, kommen wir da rum? Ja, passt, 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 passt. So, ein Bildchen mehr von der ganzen Gaudi. Machen wir eben Autosave noch in der Zeit? Oder in der Zeit, ne? Ja, 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 schick wieder. Danke, Äpfel. Ja, Entschuldigung, die Dorme, ich habe auch einen. Sie wird von aus dem Konzept gebracht. Ich verstehe es manchmal nicht. In den anderen Projekten haben wir da auch nur 4 Gänge. Warum haben wir hier immer 8 auf einmal? Guck mal, Schild ist nichts passiert, ne? Fahren kann er manchmal. Dead Zone habe ich auch eingestellt, aber jetzt komme ich mit meinem Lenkrad nicht mehr klar. Wir müssten hier drauf, ne? Es ist nicht so einfach mit der Dead Zone, wenn die auf 100% steht. Da bin ich ja ganz ehrlich. Mein Trick ist so da auch wieder ein Spinnen. So, guck mal. Das haben wir ja doch noch heute hingekriegt, ne? Nach langer, schwerer Geburt haben wir es geschafft. Ich bin ja imprägniert. Chikram, ja. Ne, wir gehen hier lang. Unser neuer Schlepper. Schicky Funny Ember Truck. Hier, Ruf gehüpft. Tür auf. Eingestiegen, ne? Wir können mal vorankommen hier. Nix ist fertig, ne? Könnte ich aber brechen. Und voll pleite sind wir schon wieder. Aber das ist halt so, man, nur wer investiert, kann aufwachsen. Oder wie ist das immer? Oder wie heißt das so schön, ne? Wichtig ist, dass wir jetzt hier vorankommen. Der ist fleißig, der macht seine Born da, der müsste bald fertig sein. Dann haben wir auch schon wieder... Ach, das waren nur 13.000. Okay. Ja, wir haben immer noch ein, zwei Flugmissionen machen müssen. Die ganzen Verträge sind auf einmal alle weg.
gucken wir mal gleich, wenn wir neue Verträge kriegen. Erstmal fertig dreschen und dann sehen wir weiter. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.